Was geht ab, meine Z-Fighter, Ozri hier. Und wieder heute am Start mit Breaking News, mit kurzen News. Ihr könnt euch darauf einstellen, dass auf jeden Fall die nächsten Tage so kurze Breaking News, Sneaky News rauskommen werden. Ich sie euch auf jeden Fall nicht vorenthalten will. Deswegen werden wir uns alles ansehen. Aber ausweg, natürlich sind das alles erst noch immer noch Leaks seitens iSeries und Kawhi. Aber die Jungs sind auf jeden Fall sehr vertrauenswürdig und machen die Dinge auf jeden Fall gut. Woher sie das Ganze haben, kann ich jetzt nur spekulieren. Eventuell aus Server-Tests oder aus den Daten, wie gesagt, und so sofort mit Vorsicht betrachten. Es sind Leaks, aber mit dem, was sie leaken, sind sie auf jeden Fall in den letzten Jahren, in letzter Zeit sehr gut on point gewesen auf jeden Fall. Deswegen cover ich das auf jeden Fall ab. Denn was wir wissen ist und steht, das 250 Millionen Download Banner, die 250 Millionen Download Feier kurz bevor. Und dort werden wir unter anderem drei Sachen haben, die sich um Goku und Freezer drehen. Damit ihr alle Verwirrungen hier erstmal aufdecken, nenne ich euch erstmal diese drei Sachen. Nämlich Nummer 1 ist natürlich, wir haben hier, wir bekommen hier, haben wir schon abgedeckt in den letzten Videos. Der Gewinner bekommt einen Super Saiyan Goku, der Verlierer ein Final Form Freezer. Das ist die erste Sache, was Goku und Freezer betrifft. Die zweite Sache ist, es wurde noch geleakt damals vor ein paar Tagen, dass quasi, wo ist das Ganze hier? Dass Mitte September nämlich noch ein LR hier, LR Goku und Freezer erscheinen soll. Das ist dann, gehe ich mal stark davon aus, ein LR Goku und Freezer aus Dragon Ball Super, aus der Szene gegen Jiren, gehe ich mal stark davon aus. Aber kurz davor, Ende August, nämlich, wir haben ja abgedeckt in den Videos, dass zu so einem 250 Millionen Feier oder zu einem Millionen Feier immer ein Dual Dokkan Fest online war. Letztes Jahr war es Super Saiyan 4 Gohan Omega Schlangen für beide Versionen und dieses Jahr wird es eventuell sein, Goku Super Saiyan und Freezer Final Form, beziehungsweise wissen wir jetzt dazu ein bisschen mehr, nämlich es wird ein Super Saiyan Goku sein und ein Freezer in der ersten Form. Und weil ich euch kurz mal was zeigen darf, nämlich letztes Jahr hatten wir so ein Bild quasi schon, beziehungsweise letztes Jahr oder zum Jubiläum, zum dreijährigen Jubiläum, wurde eigentlich sehr viel angeteased mit Namek Saga, mit Goku und Freezer. Und da dachte man letztes Jahr, falls ihr da auf meinem Channel aktiv wart, da dachten viele in die Community, dass quasi zum dreijährigen Jubiläum ein Goku und Freezer im Duel festkommt. Da kam aber in JP dann LR Vegeta und Gogeta. Aber jetzt nach den 250 Millionen Download-Bannern, beziehungsweise jetzt zu den 250 Millionen Downloads, nach dem dreijährigen Jubiläum, um es besser zu sagen, kommt dann, wie es wirklich aussieht, ein Duel-Fest mit einem Goku und Freezer. Und heute haben wir quasi mehr Informationen bekommen. Wie gesagt, Shoutout an iSeries und Kawhi an der Stelle. Nämlich die Informationen sind, es wird ein Dokkan-Fest geben, haben wir bereits beschlossen. Im einen Banner wird sein ein neuer Agility Super AGL Super Saiyan Goku und in dem anderen ein Tech Freezer, Extreme Tech Freezer erste Form. Diese beiden Jungs werden eine neue Transformationsmechanik haben. Sie werden jede Runde eine Stufe ihre Transformation vollführen, heißt von der Grundform zur Endform. Wie funktioniert das? Folgendermaßen. Nehmen wir mal, wir gehen mit diesem Goku in einen Kampf. In der ersten Runde fängt er an Super Saiyan. Runde 2, wenn er wieder reinkommt, wird er zu Super Saiyan 2. Nächste Runde Super Saiyan 3. Nächste Runde Super Saiyan God. Die Runde dann drauf zu seiner Endform Super Saiyan Blue. Dann Freezer, selbst in Freezer, nur andersrum. First Form Freezer fangen wir an. Nächste Runde zweite Form. Immer wenn er reinkommt, dritte Runde. Dritte Form, Final Form Freezer und dann zuletzt noch Golden Form Freezer. Ist auf jeden Fall sehr cool, Freunde, in der Transformationsmechanik. Deswegen wollte ich das Ganze euch nicht vorenthalten. Sind quasi so die Breaking News. Schaut aber auf jeden Fall, würde ich euch nur empfehlen, meine Social Media Kanäle ab, alle Links in der Beschreibung, sei es Twitter, Discord oder Instagram. Da poste ich das so schnell wie möglich. Versuche euch natürlich dann die Infos auch als Video hier zu präsentieren. Deswegen wundert euch nicht die Tage, wenn eventuell so Breaking News Video kommen, News Videos kommen rund um das 250 Millionen Download Banner und die Celebration, ihr merkt schon, da ist auf jeden Fall sehr viel Hype drumherum. Deswegen, Freunde, wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Zeit. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up as your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be